Herzlich willkommen zum zweiten Anlauf zum Unboxing Halo Flashpoint. Mein Netz hat mich gerade rausgeschmissen und da fehlten 3-4 Minuten, bis ich es gemerkt habe. Deswegen habt ihr eventuell das Auspacken der Box verpasst. Deswegen nochmal hier. Ich zoome erstmal ein bisschen raus. Halo Flashpoint, die Spartan Edition. Die gucken wir uns heute an. Ich hatte das große Glück, dadurch, dass ich auch ein bisschen an der Quelle sitze, eine Box zu kriegen. Die hat doch ein, zwei Anschläge hier. Das ist aber nicht schlimm, das juckt mich nicht. Es ist keine Werbung. Es ist, wenn überhaupt, unbezahlte Werbung. Deswegen brauche ich es auch nicht weiter kennzeichnen, wurde mir gesagt. Und dann lassen wir das auch. Die Box an sich hat eine Tiefe, was habe ich gesagt, von 12 cm ungefähr. Von oben bis unten sind es etwa 33 cm, meine ich, und wir haben hier ein Format von 36x31 in etwa 31,5. Ja, ist die Spartan-Edition, die große Version. Es gibt dann noch die kleine, die Recon, und soll tatsächlich dann im November in den Handel kommen. Da hoffen wir jetzt alle mal drauf, dass die Schiffe passend fahren und die Geschichte dann halt eben auch im Handel zu finden sein wird. Ja, was ist drin in der Box? Ich habe die Folie jetzt vorhin schon runtergemacht. Wir drehen es trotzdem mal um. Holen die Kamera mal ein bisschen ran. Was ist drin in der Box? Wir haben 16 Spartan-Modelle, viermal verbrannte Elite-Modelle. Das müssten dann die hier sein. Ich kenne mich jetzt so im Halo-Universum nicht aus. Ein Regelbuch, eine Spielmatte, vorbemaltes Pappgelände und Marker, doppelseitiges Deluxe-Spielfeld. 20 Waffenkarten, zusätzlich Gelände und Marker, 20 mal Spielermodellkarten, 3 Referenzkarten, 12 W8er, 8 Kommandowürfel und 3D-Arena-Zubehör aus Kunststoff haben wir dabei. Das wird wahrscheinlich dann hier dieses sein. Weil, das kann ich schon mal sagen, es ist hier an das Halo Flashpoint, was es wohl auf den Konsolen zu spielen gibt, also PvP, Arena-Kämpfe mit Capture the Flag und so angelegt. Relativ zügig, relativ schnell. Ab 14 Jahren 30 bis 90 Minuten für 2 Spieler. Man kann das auch theoretisch mit mehr Spielern spielen. Und mit dem Dead Zone Regeln. Das heißt, wenn ihr zu den Leuten gehört, die Dead Zone spielen, so wie ich, dürften die Regeln euch nicht allzu fremd erscheinen, auf jeden Fall. Hier und da soll es wohl Abwandlung geben. Ich habe selber noch nicht gespielt. Und bevor wir dann aufmachen, ja, Halo. Warum denn, wenn ich Dead Zone spiele, noch Halo? Tatsächlich habe ich mit Halo nicht viele Berührungspunkte. Ich habe jetzt mal angefangen, die Serie zu gucken. Ich habe früher mal das ein oder andere Spiel so gespielt. Ich habe auch noch die Master Chief Edition irgendwo von Halo. Flashpoint ist ja, wie gesagt, eher PvP. Halo, das Story-Driven, habe ich irgendwie nur einen Teil gespielt. Tatsächlich bin ich, was Shooter angeht, mit anderen Shootern, ich bin dafür zu alt. Also, bin ich ganz ehrlich, ich bin mit Doom, Duke, Nukem, Quake, Heretic und solchen Geschichten groß geworden. Und überhaupt nicht mit Halo. Jedoch fand ich die Figuren ganz cool. Und ihr dürft nicht vergessen, dieses Spiel jetzt hier, was ihr hier habt, ist die große Version. Das hat ein UVP von 120 Euro. Die Recon ist kleiner. Da fehlen dann diese Allianz-Truppen. Da ist auch nur die Hälfte der Spartans drin. Die kostet UVP 70 Euro. Es ist aber trotzdem, wie gesagt, dass so jemand so schön auch in der Messe zu mir in Essen, es ist so ein Out-of-the-Box-Spiel wie auch X-Wing. Du hast eigentlich alles, was du brauchst. Wird es Erweiterung geben? Ja. Wird es sie auf Deutsch auch geben? Weiß ich nicht genau. Diese Version, ich habe ja die deutsche Version, aber ich weiß nicht, ob es die Erweiterung auch geben wird. Wenn es erfolgreich ist, denke ich auf jeden Fall. Mehr kann ich dazu nicht sagen, weil das wäre jetzt geraten. Ich hoffe doch. Es soll noch Spartans mit schweren Waffen geben und noch mehr Allianz und solche Geschichten halt. Aber wird es Erweiterung geben? Englische auf jeden Fall. Deutsch gehe ich davon aus, das auch. Grundsätzlich ist es aber so wie bei X-Wing, ich habe hier in dieser Box, wie auch in der Recon-Box, alles drin, was ich zum Spielen brauche. Ne? In der Recon-Box sind halt die Allianz, habe ich gesagt, nicht drin, und von den Spartans nur 4 und nicht, also insgesamt 8. Hier ist halt wunderbar, da kann man theoretisch sogar sagen, komm, man spielt zu viert, jeder hat 4 Spartans und gib ihm, ja, Deathmatch, Capture the Flag, was auch immer, völlig egal. Gut, gehen wir einfach rein in die Box. Ich habe so ein Unboxing halt auch noch nie gemacht, deswegen, ich mache es einfach mal auf, bevor, ohne die Kamera umzuhauen. Ah, das war nicht ich, das war die Box. So, was holen wir als erstes raus? Kings of War Ambush und
Dead Zone hinten drauf, Werbeflyer. Gut. Kings of War spiele ich eh selber. Dead Zone auch. Dann Halo, Flashpoint. Oh, meine Bauanleitung. Ist bei Mendic auch nicht so häufig. Dann das Regelbuch. Jede Menge Regeln. Insgesamt kommen wir Regeln auf 46 Seiten. Erweiterte Zusammenstellung von Feuerteams, also alles mögliche. Szenarien sind drin. Beschreibung zu den Waffen habe ich gerade schon ein bisschen was gesehen. Hier auch mal einzelne Modelle. Was es dazu zu sagen gibt. Schlüsselwörter. Regeln für alle möglichen Kram. Also das Spiel an sich spielt sich ziemlich cool. Dann das Spielfeld. Denn wir spielen hier tatsächlich nicht mit Maßband, sondern in diesen Feldern. Und wenn ich in ein Feld ziehe, kann ich meine Figur in diesem Feld irgendwo positionieren. Das wird wichtig. Und ich nehme die Box mal weg. Wisst ihr das? Dann kann ich ein bisschen mehr zeigen. Und ich räume eh alles aus. Also hier ist ein Teil von dem Spielfeld. Das geht natürlich auch nochmal größer, viermal so groß. Und auf der anderen Seite habt ihr ein kleines Spielfeld, wo vorgegeben ist, wo was steht, und jeweils zwei Spartans pro Seite als Einführungsspiel. Da steht auch alles dran, was die Waffen können, was die Sonderfähigkeiten der Figuren sind, bla bla bla. Das wurde auch so auf der Messe in Essen gespielt. Dann haben wir nochmal das Deluxe-Spielfeld. Das ist dann dasselbe in zwei Farben, nur aus Karton. Wie man das so kennt, von dem Brettspiel halt auch. Ne? Rückseite ist dann so eine Nachtgeschichte. Cool. Ich hatte eigentlich überlegt, mir die Matte zu kaufen, aber ich glaube, wenn ich das Spiel fühle, dann brauche ich die Matte eigentlich gar nicht mehr. Das ist ja Blödsinn. Dann jede Menge Pappe kommt jetzt. Pappe. Alles Gelände und Marker zum Zusammenbauen. Ich weiß noch nicht, ich glaube, wie das alles hinter in die Box reingeht. Dann hole ich aber in die Box, dass ihr es einfach mal seht. Tiefziehteil. Und zwar Tiefziehteil Nummer 1. Müssen wir uns nur noch aufkriegen. Da sind dann drin, zum Beispiel wahrscheinlich für Capture the Flag. Fahnen. Irgendwelcher Kram und noch mehr Kram, wahrscheinlich Spawnpunkte, was weiß ich. muss ich da mal in die Regeln gucken. So, und dann kommen wir zu Tiefziehteil Nummer 2, was ja eigentlich mit am interessantesten sein dürfte. Nämlich die Miniaturen. Ja. Grundsätzlich haben wir hier Rot und Blau, so ist es bei Flashpoint, bei dem Computerspiel wohl auch, dass du blaues und rotes Team hast. Ich habe es nie gespielt, ich kann es nicht sagen. Wir haben hier noch die Einheitenkarten für die einzelnen Spartiaten, mit den Waffen, die sie haben, ganzen Werte, Bewegung und so weiter. Ausrüstungskarten, Kommandowürfel und die Achtseiter, weiß, Achtseiter, schwarz. Bei den Waffen sind immer die Werte drauf und hinten ist dann noch ein bisschen Geschichte zu der Waffe, also Hintergrundwissen. So, dann machen wir da erstmal hier die Spartans. Also wir haben tatsächlich, ich gucke gerade, sind die Posen. Ja, wir haben 8 unterschiedliche Posen für die Spartans, also pro Seite einmal, also 2x8 unterschiedliche Posen. Wir haben hier zum Beispiel dann, und die sind Hartplastik auf jeden Fall. Hier mit einer Allianzwaffe. Ich weiß inzwischen, dass die Allianz heißen und nicht Aliens. Haha. Das ist haha, muss ich mir auch mal abgewöhnen. Das ist ja auch ganz schön nervig. mit Schrotflinte, glaube ich, in diesem Fall. Der hier war bei dem Mal-Contest anscheinend sehr beliebt. Der zeigt irgendwo hin mit seinem Rifle hier an der Seite. Und dann haben wir natürlich die Allianztruppen. Oh, da ist der Kopf abgefallen. Das ist aber nicht schlimm. Der gewillte Tabletop hat ja Klebermaus. Lass sich, das ist auch nur eine Steckgeschichte. Also von daher war nicht richtig angeklebt. Das macht aber nichts. Einmal Captain Headless. Ja, den klebe ich einfach an. Zweimal
mit diesem Energieschwertklinge, wie ich in der Serie jetzt auch gesehen habe. Und hier mit dem Werfer. Wahrscheinlich irgendwie als neutrale Gegner, die dann da rumlaufen, weil normalerweise haut man sich halt die gegen die anderen. Wie gesagt, ich werde mal gucken. Ich werde natürlich die auch anmalen. Man kann aber theoretisch sagen, jeder nimmt 2, 4, jeder nimmt 4, dann könnte man sogar 4 gegen 4 theoretisch spielen, je nachdem wie die Waffenzusammensetzung ist, wie fair das ist. Es soll auch noch ein Punktesystem kommen, dass man sich Troop und Fire Team selber zusammenstellen kann, anhand von Punkten, dass die Waffen auch alles auf Punkte haben. Das soll aber kommen. Grundsätzlich machen die Figuren erstmal bis auf den abgefallenen Kopf, den man locker kleben kann, einen sehr guten Eindruck. Hartplastik gefallen mir gut, sind schön detailliert halt auch, finde ich. Werde ich eine Menge Spaß, denke ich, schon mit haben. Ich habe auch Bock, die anzumalen und die Basen wahrscheinlich auch ein bisschen noch zu gestalten. Ich habe noch irgendwo jede Menge Stacheldraht für Tabletop und andere Geschichten. Genau. Der Plan wäre jetzt tatsächlich hier mal erstmal die 4, die es auf diesem Einführungsbogen gab, sich rauszusuchen und anzumalen. Dass man dann einfach schon mal spielen kann. Und in dem Fall meine ich tatsächlich erstmal meinen Sohnemann und mich. Auf dem 14 Plus draufsteht, das kann er, der spielt auch Kings of War, dann kann er das erst recht, weil zumal das hier mit dem Messen und so gar kein Thema ist, weil man sich ja durch die einzelnen Felder durchbewegt. Genau. Und danach alle weiteren anzumalen. Bei der Allianz muss ich sagen, da habe ich ein bisschen Manschetten vor. Bei den anderen habe ich grobe Ideen. Ich werde sie alle auch versuchen, ein bisschen individuell zu gestalten, ein bisschen individuell anzumalen. Das hat mir auf der Messe, was ich da so gesehen habe, sehr gut gefallen. Und bei der Allianz muss ich dann gucken, vor allen Dingen halt auch bei dieser Klingenwaffe, weil das irgendwie eine reine Energie wohl ist und jetzt nichts Festes. Ich habe da nicht so viel Ahnung. Ihr wisst ja, ich bin nicht so der allerbeste Maler. Aber ich möchte tatsächlich gucken, dass ich jetzt so diese Box nach und nach bemale und dann halt auch spielen kann. Und gut, das Gelände natürlich baue und eventuell irgendwann mal mir noch ein größeres Spielbrett baue mit mehr Feldern. Das muss ich aber mal gucken. Das ist so der Plan. Grundsätzlich ist erstmal Anmalen angesagt von 4 Stück, die vorgegeben sind und danach kommt der Rest. Und mit meinem Sohnemann halt eben dann nochmal was mal spielen und das Regelwerk besser kennenzulernen danach und nach. Ich denke erstmal, die ersten 4 werden auch alle von derselben Farbe sein, die ich anmale. Und dann male ich danach die anderen 4 an, dass ich dann einfach erstmal gleich die gleichen zweimal habe und dann wird nach und nach aufgebaut. Und wie gesagt, jedem ein bisschen individuell gestalte und individuell anmale. Hatte ich ja mit Dungeon Saga auch vor, habe ich ja auch mal groß angekündigt. Ich habe da auch sehr motiviert angefangen, habe dann da auch sehr stark demotiviert wieder aufgehört. Deswegen kommt da gerade zu dem Bereich, ich räume nebenher ein bisschen ein, also nicht, dass ihr euch wundert. Ich kann es natürlich auch vor der Kamera machen, da habt ihr ein bisschen was zu gucken, wie ich die Sachen hier wieder reinstapel. Ich habe da sehr demotiviert dann wieder aufgehört. Hab mir jetzt aber auch da vorgenommen, zumindest die Helden, Teil der Helden und die Untoten bei Dungeon Saga, wenn es geht, bis Weihnachten fertig gemalt zu haben. Dass wir in den Weihnachtsferien hier vielleicht mal eine Runde Dungeon crawlen können, mein Sohnemann und ich. Und bis dahin sollte ich auch 4 Halo-Figuren normalerweise fertig angemalt bekommen und die dann halt auch mal ausprobieren. So, jetzt seht ihr auch hier, die Herren und Damen sind auch sehr individuell gestaltet. Das habe ich halt auch vor, so ein bisschen mit Farben zu spielen, ein bisschen mit Farbkombinationen zu spielen. Da muss ich mal gucken. Und da ist mir dann tatsächlich, ich packe das mal weg, weil das brauchen wir nimmer. Da ist mir tatsächlich jetzt noch was in die Hände gefallen gestern zum Testen, was ich auf jeden Fall mal ausprobieren möchte. Und zwar sind das von Deep Cut Studios Speed Paint Marker. Ja? Das sind diese Stifte, über die gerade schon eine Menge Leute sprechen. Ich habe mir mal 3 Stück einfach mal eingepackt und mitgenommen. Einen grün, einen lila und einen blau. Und die möchte ich auf jeden Fall mal ausprobieren und mal gucken, ob mir das liegt. Ich habe ja es auf der Messe in Essen immer wieder gehört und ich habe, also von Army Painter, ne? Ich habe es auf der Messe in Essen halt eben gehört, ja, das wäre die Revolution eventuell und man muss es testen. Ich habe es noch nicht probiert, das werde ich dann machen und euch berichten. Ich kann mir noch nicht vorstellen, dass ich so mit so einem Ding besser malen kann als mit einem Pinsel.
weil so fein ist die Spitze jetzt auch nicht unbedingt. Ja. Und es ist halt ein Speedpaint-Pinsel. Das heißt, um den Spartans erstmal grundsätzlich ihre Rüstung anzumalen, sind die wahrscheinlich ziemlich cool, kann ich mir das gut vorstellen. Kleinere Details mit dem Speedpaint und so einer Dicke kann ich mir noch nicht so ganz vorstellen. Aber da muss ich mal gucken. Ich werde auf jeden Fall 3 Spartans mit diesen Farben auf jeden Fall bemalen und euch berichten, inwieweit das mir gelegen hat, inwieweit das für mich gut funktioniert und inwieweit halt eben nicht. Da muss man einfach mal schauen, wie das Ganze sich halt eben so anlässt. Aber wie gesagt, ich halte euch da definitiv auf dem Laufenden, was ich davon halte. Generell bin ich mit meinen Pinseln sehr zufrieden. Ich wollte sie eigentlich erst an der Conquest-Figur testen, weil die auch ein bisschen größer ist und der Pinsel ja ein bisschen dicker. Ja, aber mal gucken, was wir da machen. Und das war's an der Stelle dann erstmal auch. Also wie gesagt, ich bin sehr angetan von der Box, von dem, was drin ist. Ich kriege das gar nicht richtig in meinen Arbeitsbereich rein. So. Die Herrschaften werde ich auf jeden Fall mal mit denen hier versuchen zu bemalen. Und dann gucken wir einfach weiter, wie das Ganze sich so anlässt. Ich möchte die Box tatsächlich möglichst zeitnah auch bemalt kriegen. Dieses Mal habe ich mir jetzt auch wirklich vorgenommen. Ich weiß, ich habe 1 Milliarde Projekte. Ich werde euch noch einige andere Projekte dann auch mal zeigen, nach und nach jetzt. Aber unterm Strich, muss ich einfach gucken. Und das ist so ein Ding, out of the box, einmal dann ist fertig. Wenn dann Erweiterungen kommen, kann man gucken, ob man das möchte. Oder ob man sagt, nee, die Erweiterung setze ich aus. Ich weiß, diese Gebäude zum Beispiel gibt es auch alle nochmal irgendwann in Hartplastik zum Bemalen. Ich glaube nicht, dass ich das mache. Aber sag niemals nie. Ja. Und ja, damit würde ich sagen, Mittagspause ist vorbei. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und lasst mir gerne eure Meinung da, was ihr von der Box haltet. Ob ihr vorhabt, bei Halo einzusteigen. Wie gesagt, Halo an sich als Marke ist mir relativ hupe. Ich finde die Modelle ganz cool. Und so ein kleiner lockerer Shooter, den man auf den Tisch schmeißen kann und mal nachmittags eine Runde oder zwei spielen kann. Das habe ich schon gesucht. Und mir gefallen die Modelle auch irgendwie besser. Mir persönlich besser als die Dead Zone-Geschichten. Aber das ist Geschmackssache. Bis bald und dann tschüss.